Hallo und herzlich willkommen zu Neoverse, dem Roguelite Deckbuilding Game vom Entwickler Tino Games. Gut möglich, dass ihr schon von Neoverse gehört habt. Das Spiel ist schon Weilchen auf Xbox und PC draußen und hat die allerbesten Steam-Reviews. Jetzt kommt's auch für die Switch und im Februar dann für die PlayStation. Dieses Video ist gesponsert von Tino Games. Das ändert natürlich nichts daran, dass es zum Ende des Videos wie immer ein schonungsloses Fazit von mir gibt. Neoverse spielt in der Zukunft, nachdem das Multiversum entdeckt wurde und ja, Simulationen und Realitäten kaum noch voneinander zu unterscheiden sind. Und unsere Aufgabe ist es, alle Welten irgendwie zu retten, ganz egal in welcher Zeit und an welchem Ort. Ja, so viel mal zur Story. Die ist eigentlich ziemlich cool. Hier haben wir auch immer so ein paar Hints, so ein paar Story-Hints im Hintergrund. Also die ist schon mal ganz interessant, dass man da so ein bisschen durchsteigt. Das dauert auch, denke ich. Auch ansonsten ist es ein Spiel, wo man so ein bisschen Zeit investieren muss, um da richtig reinzukommen. Es ist nämlich super komplex und echt schwierig. Wenn ihr das Spiel auf der Nintendo Switch spielt, das ist mal ein Zungenbrecher, dann empfehle ich euch, die Directional Keys zu benutzen und die Virtual Mouse. Da ist die Steuerung einfach am besten. Wir starten jetzt mal eine komplett neue Reise. Wir können auch fortsetzen. Ich habe so ein bisschen rumprobiert, aber wir starten jetzt einfach mal ganz von vorne, dass ihr so den Einstieg so ein bisschen seht. Neue Reise. Und ja, von der Aufmachung her ist Neoverse nicht jeder Frau's Sache, könnte man sagen. Also die Zielgruppe scheint doch eher männlich zu sein. Aber das ist absolut irreführend. Das ist nicht das, worum es hier in Neoverse geht, sondern Neoverse ist wirklich ein super komplexes Deckbuilding-Game, was auch echt kompliziert ist am Schluss. Also die Bossfights sind richtig, die haben es echt in sich. Das Ganze ist mega spannend, super abwechslungsreich. Es gibt ewig viele Karten, ewig viele Fähigkeiten. Also egal, wie oft man das durchspielt, bis jetzt wurde ich immer wieder überrascht. Und die Games waren wirklich richtig, richtig spannend. Okay, so viel mal gesagt. Wir haben jetzt drei Charaktere zur Auswahl, mit denen wir hier auch verschiedene Decks, also Startdecks, auch wieder auswählen können. Gibt es das Fernkampfdeck? Da unterscheiden sich dann immer die zwei unteren Karten. Das ist das Radioaktivitätsdeck, das Hybriddeck. Und da gibt es noch so ein tägliches Deck, was man freischalten kann. Und da gibt es eben die drei Charaktere, die auch nochmal unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also allein das ist schon echt viel, was man ausprobieren kann. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Die Beschwörerin Helene, die immer so ein Pet dabei hat, die ist auch super stark. Also die beiden letzteren sind ein bisschen stärker als der Anfangscharakter. Ich denke, wir testen trotzdem mal den Anfangscharakter wieder. Den fand ich auch ganz cool. Und da starten wir dann, glaube ich, einfach mal vielleicht mit dem Hybrid-Loadout durch. Also da gibt es diesen kompletten Radioaktivitätsbaum, der auch ganz cool ist. Also alles ist cool, alles muss man mal gespielt haben. Aber wir starten jetzt, glaube ich, mal als Hybrid. Das ist ein bisschen ausgewogener. Aber die Gegner passen sich da auch komplett an. Also egal, was man wählt, da wird man immer wieder überrascht. Okay, dann gibt es auch noch, das kann ich direkt mal dazu sagen, es gibt noch den Jägermodus. Wir sind jetzt im Abenteuermodus. Das ist praktisch der normale Modus, in dem wir dann, ich glaube, drei Bosse besiegen müssen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir unser Deck, was wir dann zusammengebaut haben, speichern und können mit dem Deck dann in den Jägermodus starten. Das ist dann praktisch der schwierige Modus. Und das ist unser eigentliches Ziel, also den wollen wir irgendwann mal knacken. Wir starten jetzt erstmal im normalen Abenteuermodus mit dem Hybridbaum und starten hier eine neue Reise. Wir können hier natürlich auch noch Kostüme freischalten und wir können auch Ausrüstung hier ausrüsten. Da könnten wir eigentlich mal irgendwas mitnehmen, ne? Also ich könnte jetzt irgendwas kaufen für diese Trophäen, die ich bekomme in den Bossfights, aber ich glaube, da habe ich noch nicht genug, deswegen warten wir noch so ein bisschen, bis ich mir dann mal ein ordentliches Loadout hier auch noch dazu hole. Wir starten jetzt einfach mal so eine neue Reise als Hybrid. So, Erkundung starten. Der Warp ins Multiversum steht bevor. Bereiten wir uns auf eine neue Reise vor. Erkundung starten. Gut, also wir sind jetzt im ersten Fight und da gibt es jetzt nur eine Auswahl. Das heißt, wir nehmen einfach den normalen Kampf. Als Belohnung dürfen wir dann eine Karte auswählen und entfernen. Das heißt, wir können unser Deck eben auch aufbauen.
Darum geht es, also wir spielen jetzt diese drei Bossfights durch und bauen dabei unser Deck auf. Das heißt, wir wollen natürlich auch gute Karten dazu bekommen, aber Anfangskarten, die wir vielleicht nicht mehr brauchen, können wir dann später auch entfernen. Das heißt, das ist echt eine coole Sache für uns, wenn wir die Möglichkeit dazu bekommen. Wir können nämlich Karten nicht einfach so löschen. Das heißt, wenn wir eine Karte hier dazu bekommen, dann ist die in unserem Deck und dann wird die da auch erstmal drin bleiben, bis wir so eine Fähigkeit hier freischalten. Dafür müssen wir 10 Schaden in einem Zug machen, dann bekommen wir diese Belohnung. Ich starte jetzt einfach mal, wir gucken uns danach mal die ganzen anderen Sachen an, die ganzen Skills, den Shop und so weiter und so fort. Da gibt es viel zu sehen, wir starten jetzt aber erstmal in den Kampf, dass wir hier so ein bisschen was, ein bisschen Action sehen, zusehen bekommen. Genau, das ist also der Startfight, der sollte relativ einfach sein, den sollten wir ganz gut zerlegen können. Wir haben jetzt hier einige Sachen, worauf wir achten müssen. Wir haben einmal die Battle Tags. Das hier ist so ein Combo-Bonus, den wir freischalten können. Das zeigt uns an, was für Karten wir verwenden sollen. Wir sollen eine Angriffskarte, eine Verteidigungskarte und eine Angriffskarte verwenden. Und danach bekommen wir diesen Combo-Bonus, der uns einmal doppelten Schaden verursachen lässt. Also der ist super wichtig. Wenn man den irgendwie freischalten kann, das geht am Anfang relativ easy, später dann nicht mehr so gut. Je nachdem, wie komplex auch das Deck ist, also wenn man so ein sehr spezielles Deck zusammengebaut hat, dann kann man sich fast nie nach dem Battletag richten. Also das sind so die Sachen, die dann später eine große Rolle spielen. Außerdem haben wir Mana. Jede Runde bekommen wir 5 Mana. 5 von 5 haben wir jetzt noch. Und können das eben hier verwenden, um die Karten auszuspielen. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir fangen an. Der Kollege hier ist unser Gegner. Neongewehr. Und der hat keine Buffs. Der hat keine Debuffs oder so. Wir sehen bei den meisten Gegnern, was die als nächstes machen. Das heißt, wenn der dran ist, dann wird er 5 Schaden verursachen. Das heißt, wir müssen 5 Schaden irgendwie blocken. Optimalerweise und wenn wir ihn nicht vorher zerlegen, ne? Aber das wird wahrscheinlich nichts. Also, wir legen jetzt erstmal los. Wir wollen erstmal ein bisschen Verteidigung. Gegen diese 5 Schaden wollen wir uns wappnen. Wenn wir die perfekt blocken können, also wenn ich auch 5 Schild habe und den eben 1:1 blocke, dann wird der Angriff praktisch pariert. Das ist dann eine extra Fähigkeit, die wir freischalten. Dann ist der für eine Runde geblockt und kann nichts machen. Das wäre jetzt optimal. Wir haben aber keine Möglichkeit, um 5 Schild hier aufzubauen, deswegen wird das nichts. Wir bauen jetzt einfach mal 6 Schilde auf, damit wir keinen Schaden nehmen. Und dann machen wir ein bisschen Schaden, würde ich sagen. Wir haben einmal den Schnitt, der ist gut, der kostet uns nämlich keinen Mana. Der bringt uns aber einen Überhitzungspunkt. Das ist auch wichtig, dass man darauf achtet, denn wenn man 5 Überhitzung hat, dann bekommt man eine Überhitzungskarte. Und die ist dann permanent im Deck hier drin und macht uns Probleme. Aber nur für diesen Fight, also nicht für die gesamte Dauer unserer Reise, wie das hier im Spiel heißt. Also, wenn ich jetzt Hitpoints verliere, dann sind die weiterhin weg. Die sind dann einfach weg und wir müssen die entweder hochregenerieren oder wir müssen mit weniger Hitpoints auskommen. Also, das ist wichtig, dass wir keine Hitpoints verlieren. Das ist dann im nächsten Kampf immer noch ein Problem. Jetzt sehen wir hier Battletech. Wir brauchen noch eine defensive Karte. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich schmeiße jetzt noch so eine defensive Karte raus. Dann haben wir die Combo aktiviert. Jetzt machen wir statt 3 Schaden 6 Schaden mit den Angriffskarten. Oder wir machen den radioaktiven Schuss und fügen 4 Schaden zu. Induzieren aber auch noch 2 Radioaktivität. Ich würde sagen, wir machen beides, weil wir es können. Ungefähr so. Wunderschön. Dann ist der jetzt schon ziemlich fertig. Der hat den Radioaktivitäts-Debuff. Wir beenden den Zug. Der nimmt 2 Radioaktivitätsschaden. Der macht 5 Schaden. Und damit sind wir wieder dran. So, was macht er denn jetzt? Irgendwas hat er vor, ne? Der induziert einen Schwächepunkt. Das heißt, wir kriegen Debuff und machen dann weniger Angriffsschaden. Das heißt, wir sollten uns dann vielleicht entweder den jetzt sofort zerlegen oder nächste Runde können wir kaum Schaden machen. Also das ist dann wichtig, dass wir uns da entscheiden, was wir machen wollen. Und ich entscheide mich dafür, dass wir den zerlegen wollen. Wir machen das jetzt so, dass wir dem nochmal so einen Schuss verpassen. Dann hat er noch 8, dann noch so einen Schnitt, dann hat er noch 5. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir den direkt finishen könnten, 1:1. Das heißt, jetzt 5 Schaden verursachen, dann würden wir einen Präzisionsbonus bekommen. Das schaffen wir aber auch gerade nicht mit den Karten, die wir haben. Wir haben einfach noch zu wenige Karten für sowas. Das heißt, ich mache noch einen Angriff. Jetzt könnte ich noch einen Angriff machen. Ich kann auch einfach die Runde beenden, weil der hat noch Radioaktivität. Und dann kippt er auch aus den Latschen. Also das war einfach. Das war die erste Runde. Das ist so das Spielprinzip. So läuft das Ganze. Und jetzt können wir die Belohnung einsammeln und so ein bisschen angucken, was wir hier noch machen können, um uns zu verbessern, weil für die Bossfights wird es dann wirklich wichtig. Wir bekommen hier ein bisschen Gold, wir bekommen Fähigkeitspunkte, mit denen wir dann neue Fähigkeiten freischalten können, schauen wir uns gleich an, und wir bekommen eine neue Karte. Entweder wir nehmen
radioaktive Exposition. Das ist eine ganz nette Karte, induziert 3 Radioaktivität, kostet nur 1 Mana. Oder wir nehmen den Rüstungsverstärker. Der bringt aber Überhitzung und kostet 2 Mana. Also relativ teuer. Also ist aber auch eine relativ starke defensive Karte. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir da eine hätten. Die gefällt mir aber auch super gut. Und ich glaube, ich tendiere jetzt eher zu der Radioaktivitätskarte. Die gefällt mir wirklich. Später brauchen wir dringend auch so ein paar defensive Karten. Wir nehmen jetzt mal die Radioaktivität. Und weiter. Jetzt sehen wir hier schon, wir haben 2 neue Kämpfe zur Auswahl. Jetzt können wir entweder den normalen Kampf machen, der ist sicherlich ein bisschen einfacher. Da haben wir dann den Bonus, eine Karte entwickeln zu können. Das heißt, wir können eine Karte ein bisschen verbessern. Oder wir nehmen die zweite, den Elite-Kampf. Wir müssen natürlich auch immer die Voraussetzungen hier lesen. Das heißt, wir müssen während dem Kampf eine verbrauchen oder eine Instabil-Karte nutzen. Ich glaube, wir haben beides noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also momentan können wir diese Mission noch nicht erfüllen. Das ist aber kein Problem. Das können wir dann später immer noch machen. Also das könnten wir theoretisch machen. Eine Karte entwickeln ist ziemlich cool. Das andere wäre ein Elite-Kampf. Der ist auf jeden Fall schwieriger, aber von der Belohnung her manchmal ein bisschen interessanter. Wir bekommen dann mehr Rüstung. Erhöhe die Rüstung zu Beginn des Kampfes um 5. Das ist natürlich ganz nett, dass wir direkt mit 5 Rüstung starten. Das wäre ein großer Bonus. Das heißt, ich denke, wir machen den Elite-Kampf. Dafür dürfen wir keine Hitpoints verlieren in dem Kampf. Das heißt, wir müssen gut blocken, immer schön Schild draufsetzen und dann bekommen wir hier den Bonus. Ich denke, das sollte machbar sein. Ja, das ist dann unser nächster Kampf. So viel zu der Geschichte. Wir haben jetzt aber auch schon eine Mission abgeschlossen. Und da können wir hier reingucken und uns die Belohnung abholen. Wir haben 10 Schaden in einem Zug verursacht. Und dafür dürfen wir jetzt eine Karte auswählen und die entfernen. Und das ist jetzt ein bisschen früh. Also eigentlich würde ich jetzt noch keine Karten entfernen. Aber wenn wir die Fähigkeit haben, dann machen wir das natürlich. Jetzt natürlich die Frage, was wir entfernen wollen. Also der Schnitt ist super cool. Entweder ein Angriffs- oder eine Verteidigungskarte. Die sind halt ziemlich nett. Ich denke fast, wir nehmen mal so eine Angriffskarte raus. Das ist eigentlich so das am wenigsten Wertvolle bei uns und später sind die nicht mehr so wichtig. Und es ist halt einfach wichtig, das Deck auch so ein bisschen sauber zu halten, sonst hat man irgendwann später zu viele Karten und bekommt so Zeug, was man einfach nicht haben will. Und die guten Karten bekommt man dann nicht. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, da hin und wieder mal was rauszuschmeißen, wenn man die Gelegenheit dazu bekommt. Gut. Jetzt schauen wir uns die Fähigkeiten an. Das ist hier der Talentbaum. Hier können wir uns dann verschiedene Fähigkeiten freischalten. Ich habe jetzt erst einen Fähigkeitspunkt. Das heißt, wir haben noch nicht viel zur Auswahl. Wir könnten jetzt den gekühlten Anzug freischalten. Wenn wir zu Beginn des Zuges noch Rüstung haben, dann verringert das die Überhitzung. Das ist im Prinzip nicht verkehrt. Das können wir einfach mal machen. Weil Überhitzung ist hier bei dem Loadout meistens so ein bisschen problematisch. Da habe ich mich schon öfter mal überhitzt. Okay. Ja, und dann haben wir noch die Gold hier zur Verfügung. Da können wir mal in den Shop hier reinschauen. Das ist der Datenstore. Und hier drin können wir auch während dem Kampf, das ist ganz interessant, also ihr könnt euch auch während dem Kampf noch dazu entscheiden, irgendwelche Sachen zu kaufen. Hier gibt es zum Beispiel Karten und hier gibt es Items. Items sind einmalige Verbrauchs-Items. Die könnt ihr hier oben in die 3 Slots reinpacken und dann könnt ihr die im Kampf nutzen. Und wenn der genutzt ist, dann ist er eben weg und dann müsst ihr euch einen neuen kaufen. Mana-Kosten einer Karte wird auf 0 gesenkt. 2 zufällige Sofortkarten oder wir regenerieren 10 Hitpoints. Ich denke, wir nehmen mal so ein 10 Hitpoints-Pack. Das ist bestimmt nicht verkehrt, kann man nichts falsch machen. Und dann schauen wir nochmal die Karten hier durch, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Hier ist zum Beispiel der Rüstungsverstärker, den hatten wir ja schon und den könnten wir uns hier auch kaufen für 70 Coins. Der wäre sicherlich nicht schlecht. Hier gibt es auch ein paar andere ziemlich interessante Karten. Verursache 2 Schaden an allen Feinden für jede verwendete Sofortkarte. Ich glaube, richtig viele Sofortkarten haben wir nicht. Die Radioaktivitätskarten sind Sofortkarten, also es wird sich schon so ein bisschen lohnen. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also hier ist jetzt erstmal keine Karte dabei, die mich richtig anmachen würde, abgesehen vom Rüstungsverstärker. Die Kettensäge ist ungefähr das gleiche wie der Schattenkampf, nur mit Teuerkarten. Teuerkarten haben wir, glaube ich, noch gar keine. Das heißt, das ist für uns sowieso keine Option. Außerdem ist die zu teuer für uns, wie der Name auch schon sagt. Das heißt, wir nehmen, glaube ich, mal diesen Rüstungsverstärker. Der kann uns im besten Fall irgendwann mal den Hintern retten, weil 8 Rüstung ist schon echt gut. Okay,
Das war der Shop, den haben wir dann auch abgeschlossen. Wir sind so gut wie pleite. Das heißt, wir können jetzt eigentlich wieder in den nächsten Kampf starten. Ich denke, ich kämpfe so ein bisschen und dann schauen wir uns nochmal zusammen entweder einen richtig harten Elite-Kampf oder so einen Boss-Fight an, wenn wir ein bisschen weiter progressed sind, weil jetzt am Anfang sind die Kämpfe noch nicht super spannend, da kommt man schon irgendwie durch. Natürlich möchte ich möglichst keine Hitpoints verlieren, werde also echt gut aufpassen, aber richtig, richtig schwierig wird es dann eher zu den Boss-Kämpfen. Okay, da sind wir. Ich bin jetzt bei Runde 2-5, das heißt, wenn wir jetzt in die dritte Runde gehen wollen, also das sind dann praktisch immer 5 Einzelrunden in einer Liga oder wie man das sagen möchte, das Kapitel und Etappe. Also wir sind dann im dritten Kapitel und dann geht es wieder 5 Etappen weiter. Und dazu müssen wir aber erstmal den Boss besiegen. Und das dürfte jetzt schon ein Kampf sein, der so relativ schwierig ist, nicht wirklich schwer, aber schon einigermaßen interessant. So, dass ich euch das so ein bisschen zeigen kann. Ich denke, für einen Einsteiger macht es keinen Sinn, jetzt die richtig krassen Bosskämpfe anzugehen. Abgesehen davon, dass ich dann wahrscheinlich scheitern werde. Also, es ist so schon relativ komplex. Wir gucken jetzt einfach mal einen Bossfight des zweiten Kapitels an. Ich habe jetzt einen Haufen Fähigkeiten freigeschaltet. Die erste ist hier der Cortex. Am Ende jedes Kampfes erhöhen sich unsere Max-Hitpoints um 1. Das ist gut, dann kriegen wir mit der Zeit so ein paar Hitpoints dazu, auch wenn es nicht super viel bringt. Ein bisschen was bringt es auf jeden Fall. Dann haben wir hier Beruhigung. Max-HP plus 1. Jedes Mal, wenn wir eine Mission abschließen, bringt auch nur super wenig, aber man muss ja irgendwo seine Skillpunkte einsetzen. Und dann haben wir hier die sofortige Radioaktivität. Bei einem zufälligen Gegner erzeugen wir 1 Radioaktivität, jedes Mal, wenn wir eine Sofortkarte nutzen. Wir haben jetzt nicht super viele Sofortkarten, aber ein bisschen was bringt es auch wieder. Dann haben wir die Fähigkeit schnelles Abkühlen. Minus 1 Überhitzung am Ende jedes Zuges. Super wichtig, dass wir die Überhitzung loswerden und weniger Überhitzungskarten ansammeln. Also das ist eine coole Fähigkeit. Dann Reduzierung der Kosten von 1 Handkarte am Anfang des Spiels. Ist auch super wichtig, dass wir einen guten Start haben. Ein guter Start ist natürlich immer schön. Und wenn es eine richtig teure Karte erwischt, dann ist das ein riesen Bonus für uns. Stabilisierung. Wir regenerieren 1 Hitpoint, immer wenn wir einen Gegner besiegen. Das heißt, ich kann über lange Zeit meine Hitpoints halten. Ihr seht es, ich habe maximale Hitpoints, obwohl ich schon öfter was verloren habe in den Kämpfen. Und so regenerieren wir halt mit der Zeit so ein bisschen. Und dann haben wir diesen radioaktiven Anzug. Der erstellt zum Beginn des Kampfes eine Radioaktivitätskarte. Die kostet uns dann auch nichts, also das ist auch eine coole Fähigkeit. Je nachdem, was man da bekommt, ist es besser oder schlechter jede Runde. Nur in der ersten Runde gilt es dann, dass wir da einmal so eine Radioaktivitätskarte dazu bekommen. Dann haben wir die Tarnung. Und sobald wir, ich glaube unter 20%, genau da steht es, unter 20% Hitpoints haben, bekommen wir 2 Tarnungen. Das heißt, wir sind, glaube ich, unverwundbar. Ich weiß nicht genau, wie das mit 2 Tarnungen ist, ob wir dann 2 Runden unverwundbar sind. Also das ist auf jeden Fall eine Fähigkeit, die wahrscheinlich relativ stark ist. Müssen wir mal gucken, wie das genau funktioniert. Also hier gibt es so viele Mechaniken, dass ich da bei weitem noch nicht alle gesehen habe und auch noch nicht überall durchsteige. Dann haben wir Monsterjäger, Max HP plus 2, immer wenn wir einen Elitekampf starten. Das ist auch nicht verkehrt, auch wenn wir jetzt nicht so viele Elitekämpfe angehen. Ich richte mich da trotzdem immer noch nach den Belohnungen. Dann haben wir gekühlten Anzug. Zu Beginn des Zuges, wenn wir noch Rüstung haben, verringern wir unsere Überhitzung um 1. Das ist auch wieder super wichtig, um die Überhitzung loszuwerden. Und Rüstung habe ich eigentlich nicht so oft. Ich versuche natürlich zu parieren und wenn wir parieren, dann haben wir ja keine Rüstung mehr. Also eine Fähigkeit, die schon nützlich ist, aber die ich jetzt nicht so oft einsetzen kann, leider jetzt hier bei dem Setup. Und dann haben wir hier jetzt die Bossfights, das heißt, wir können uns da einen aussuchen. Ich denke, eine Karte entwickeln ist nett. Das Schild am Anfang eines Zuges um 1 zu erhöhen ist auf jeden Fall nett, ist aber auch ein Problem, weil das mit dem Parieren dann immer schwieriger wird, ne? Beziehungsweise es ist zum Anfang eines Zuges, das heißt, es sollte uns dann nicht stören. Da muss man so ein bisschen drauf achten, hier tut sich dann immer mehr. Je höher man kommt, je mehr Fähigkeiten man hat und dann den Überblick zu behalten, ist dann irgendwann echt fast unmöglich. Deswegen, das Spiel ist wirklich super komplex und man kann sich da sehr lange Gedanken machen über seine Züge, bevor man die dann macht. Und der dritte Bosskampf würde uns jetzt die grundlegenden Angriffskarten entfernen. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, also ich benutze die ja immer noch. Ich denke, dass das gar nicht so super gut für uns wäre.
deswegen machen wir das auch nicht. Also wenn es zwei entfernen würde von dreien oder so, dann wäre es in Ordnung, aber alle entfernen, bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Es würde das Deck schon sehr stark verändern. Ich habe einen Verbandskasten dabei für 10 Hitpoints, ich habe Immunitätsmodul für 5 Immunität und 8 Rüstung haben wir auch noch dabei. Außerdem haben wir jetzt 1200 Gold, also wir kommen da auf jeden Fall irgendwie durch, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es könnte schon so ein bisschen interessanter werden. Ich denke, wir machen jetzt mal den mittleren Bosskampf und erhöhen unser Schild. Das klingt ganz gut. Gucken, was da so auf uns zukommt. Okay. Das ist so ein komischer Drache und das hier ist dann wohl der nackte Mann, auf den wir aufpassen müssen. Der hat einen Schrei, der die Rüstung entfernt. Okay. Also der wird nächste Runde diese Fähigkeit ausführen und dann bekommt er den Buff, dass er uns die Rüstung entfernt zum Ende jeder Runde. Ich glaube, der bleibt auch permanent. Das heißt, wir können jetzt nie Rüstung ansammeln und aufbauen langfristig, sondern das wird immer wieder verloren gehen. Das ist also eine richtig fiese Fähigkeit. Hauptgegner ist aber der Drache oder der Salamander ist es, ne? Das ist ein großer Salamander mit Flügeln und einem Schwert natürlich. Der hat 100 Hitpoints, das heißt, das ist unser Hauptgegner. Wir machen auf jeden Fall erstmal den Kleinen weg, dass der uns nicht mehr mit seinen komischen Debuffs hier auf die Nerven geht. Aber der hier, der Kollege hat auch einige Debuffs. Also der hat Buffs, die uns gefährlich werden können. Der macht Flammenklinge, das ist 2x2 Schaden, also 4 Schaden. Das müssen wir blocken. Wir haben jetzt 5 Rüstung, das ist also kein Problem erstmal. Der hat die Stärke des Feuers, das heißt, immer wenn wir den angreifen, dann bekommt er einen Stärkepunkt. Das ist nicht gut. Das heißt, er macht immer mehr Schaden, je länger der Kampf dauert. Dann haben wir die abnehmende Stärke. Okay. Also der verliert aber am Ende des Zuges seine Stärke wieder. Das heißt, das ist nur kurzfristig. Das ist schon mal gut. Damit macht es die ganze Sache deutlich einfacher. Dann hat er noch einen Buff hier. Verteidigungsreserve. Verstärkung. Wenn der Spieler am Ende des Zuges Rüstung übrig hat, wird diesem der Verstärkungsdebuff hinzugefügt. Das ist jetzt direkt mal eine schlechte Sache, weil wir jetzt in der ersten Runde eine Rüstung übrig behalten und dadurch dann die Folgerunde doppelt so viel Schaden nehmen. Das ist echt nicht gut. Okay, wir wissen jetzt so einigermaßen, wie es losgeht. Ich denke, wir können jetzt starten. Das ist ganz wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Die Kombo können wir erstmal nicht nutzen, weil wir keine Verteidigungskarte haben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach direkt rein und versuchen den kleinen Kollegen möglichst schnell zu zerlegen, ne? Dass wir wenigstens nur noch einen Gegner haben. Was haben wir denn hier? Ich stelle zu Beginn des Spielzugs eine Konstantkarte. Und das ist ganz nett eigentlich. Das können wir mal rausschmeißen, weil wir jetzt im Moment keinen Stress haben. Dann können wir ruhig mal 2 Mana verschwenden, die uns dann später weiterhelfen. Dann nehmen wir mal die Radioaktivität hier. Und okay, ja, passt. Dann haben wir die Combo direkt. Wir dürfen sowieso keine Verteidigungskarten nutzen, weil damit würden wir unser Schild erhöhen. Das bringt uns ja nichts. Das heißt, ich denke, wir verzichten jetzt sowieso auf die Combo. Da müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Wir hauen jetzt noch den radioaktiven Schuss raus. Und den Schnitt, der kostet ja auch nichts. Was machen wir denn als nächstes? Atomtechnologie. 4 Schaden und 2 Radioaktivität. Ich denke, das ist eine gute Geschichte. Dann kriegt der Drache Stärke dazu. Das heißt, der macht dann mehr Schaden. Das heißt wiederum, dass wir keine Rüstung mehr haben zum Ende der Runde. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt wird es interessant. Da müsste man jetzt rechnen. Also, der Drache kriegt dann einen Stärkepunkt dazu. Das heißt, er macht 2x3 Schaden, macht dann damit 6 Schaden. Das heißt, er macht einen Schaden an uns, weil wir nur 5 Schild haben. Das würde genau passen. Dann brauchen wir auch gar kein weiteres Schild. Ich denke, das machen wir mal so. Bam. Genau, der macht jetzt 6 Schaden. Damit verlieren wir unser Schild und dann kriegt der auch keinen, beziehungsweise dann kriegen wir den Debuff nicht. Genau, so rum ist es. Eine Überhitzung haben wir schon angesammelt. Schilde wollen wir nicht. Wir machen nochmal Schaden an den Kollegen. So. Gut. Und dann können wir den Zug eigentlich beenden. Ne? Also hier haben wir immer noch Fähigkeiten, falls wir die brauchen sollten. Aber ich denke, die beiden sollten wir eigentlich ganz gut schaffen. Läuft. Okay, wir sind wieder dran. Der Drache macht jetzt 3x3 Schaden und der Kollege macht 10. Das heißt, es ist wichtig, dass wir den jetzt umfahren, diese Runde. Wie machen wir das denn am schönsten? Wir dürfen keine Sofortkarten benutzen. Das ist nicht gut. Das macht mir ein bisschen Probleme, weil wir haben sehr viele Sofortkarten in dem Setup. Oh oh. Das ist eine nette Karte, die kostet uns halt jetzt 1 Mana und ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Moment dafür ist.
Das sind alles Verbrauchskarten. Okay, wir hauen mal den Boomerang raus, weil das halt sowas ist, was wir gerade haben. Das ist eine gute Karte. Da hätten wir ein bisschen Rüstung. Dann hauen wir das Klingenschild trotzdem noch raus. Das war eine Verbrauchenkarte. Das heißt, die wäre jetzt normalerweise weg, aber durch den Buff, den wir uns gerade geholt haben mit der vorigen Karte, können wir die dann nochmal ausspielen und können das dann stacken. Das heißt, wir haben den Effekt dann zweimal. Das ist ganz cool. Zwei Klingenschilde. Könnte sein, dass wir jetzt ein bisschen Schaden nehmen, ganz ehrlich. Das ist nicht gut, ne? Wir könnten ein bisschen Rüstung und Immunität noch dazu holen. Aber da bin ich jetzt ein bisschen am Pokern. Ich will mich jetzt nicht so sehr einschränken lassen von den Fähigkeiten von den beiden Jungs. Wir hätten jetzt nur aufs Schild eigentlich gehen müssen, fast. Wir hauen mal die noch raus, dass wir ein bisschen Schild haben. Das machen wir nicht. Das dürfen wir ja sowieso nicht. Das sind Sofortkarten. Radioaktiven Schuss. Machen wir erstmal nochmal ein bisschen defensiv. Rauchbombe. Das können wir machen. Da machen die nur den halben Schaden. Das ist auch eine Verbrauchskarte. Das heißt, die dürfen wir jetzt nur einmal verwenden. Dann sind wir jetzt bei 11 Schaden. Wir haben 8 Schild. Das heißt, wir bräuchten noch eine Defensivkarte, die wir nicht haben. Das ist schade. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach noch das Immunitätsmodul dazu. Oder wir kassieren den Schaden einfach. Das könnten wir auch. Ich habe Angst, dass wenn wir jetzt das Immunitätsmodul nehmen, wir möglicherweise Schild übrig behalten. Ich denke, dass das so sein wird. Und das wäre dann schlecht für uns. Dann bekommen wir nämlich nächste Runde den Debuff. Deswegen würde ich jetzt den Schaden einfach kassieren. Und damit leben. Dann nehmen wir halt einfach 3 Schadenspunkte, ne? Ich denke, das machen wir. Go. Autsch. Gut. Und dann wird es jetzt wirklich Zeit, dass wir den umfahren. Verflucht, er lebt da immer noch. Wir könnten jetzt den Tarnmodus anschmeißen. Dann nehmen wir keinen Schaden nächste Runde. Dann haben wir gar keinen Stress mehr. Das können wir immer noch, wenn wir den radioaktiven Schuss raushauen. Wir können eine Karte wählen und ersetzen. Wollen wir das überhaupt? Momentan nicht. Wir verpassen dem jetzt mal so einen Schuss. Und dann überlebt er immer noch eine Runde. Wir haben aber noch diese nette Karte, ne? Damit könnten wir den auf jeden Fall zerlegen. Machen wir das mal so. Okay. Dann hauen wir den Rüstungsverstärker raus und kassieren möglicherweise wieder so ein bisschen Schaden. Also optimal mache ich das Ganze hier nicht, aber es funktioniert. wir machen das jetzt am hübschesten. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir können es trotzdem machen, es kostet ja nichts, ist eine Konstantkarte. Verteidigung bringt uns jetzt nichts, das heißt, wir machen einfach weiter. Jetzt kassieren wir wieder 2 Schaden, ne? Nee, oh, das war jetzt ein bisschen mehr. Okay, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Da kam jetzt ein bisschen mehr Schaden als erwartet und erhofft. Nervengift. Das ist auch ganz nett, ne? Für jede Angriffskarte. Ach ja, wir dürfen ja... Der wirft ja Schaden zurück und so, ne? Schnitt könnte man nehmen. Oder die Exposition. Die ist jetzt besser, weil der sich dann nicht wehren kann. Der kriegt ja Stärke, wenn wir ihn angreifen. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Das ist natürlich doof. Der hat jetzt echt viele Buffs. Also ihr seht schon, es wird wirklich unübersichtlich. Man muss sich schon sehr lange Gedanken machen über seine Züge. Und auch immer gucken, was passiert. Weil auch während der Runde immer einiges passiert. Ich denke... Was machen wir denn jetzt am klügsten? Also das Erste ist auf jeden Fall mal Schild aufbauen. Ne? Wir bräuchten jetzt 3 Defensivkarten. So viele will ich gar nicht ausspielen. So viele haben wir jetzt im Moment auch nicht. Nervengift. Das wäre natürlich cool. Aber wir wollen auch nicht viele Angriffskarten verwenden. Deswegen bringt uns das jetzt nicht so super viel. Nervengift. Wenn ich jetzt einen Schnitt verwende, dann bekommt der wieder Stärke dazu. Das heißt, der macht dann 2x7 Schaden. Das ist ein bisschen viel. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist ein wirklich fieser Boss jetzt. Also, ich denke, wir werden einfach ein bisschen Schaden kassieren, um zu verhindern, dass wir den Debuff bekommen. Ich will auf keinen Fall den Debuff. Das wäre ein großes Problem, weil der so schon so viel Schaden macht. Das nächste ist dann natürlich die Sache mit der Stärke. Das will ich auch nicht, weil er eben jetzt schon so viel Schaden macht. Das heißt, wir dürfen ihn nicht direkt angreifen. Und wir dürfen
nicht überschilden. Wir müssen jedes Mal ein bisschen Schaden nehmen. Und das heißt jetzt im Moment, dass ich mich nicht verteidigen kann. Wir können eigentlich nichts mehr machen. Das heißt, wir kassieren jetzt wieder Schaden. Geht leider nicht anders. 4 Schadenspunkte. Ja, nicht optimal, aber okay. Jetzt dürfen wir wieder eine Karte wählen. Welche nehmen wir denn da am klügsten? Hier gibt es jetzt eine richtig schöne Karte. Also das wäre wieder... Die hat man, glaube ich, schon diese Runde. Da können wir dann eine Karte verwenden, die ein Verbrauchsgegenstand ist und die wird eben nicht verbraucht. Ich weiß gar nicht, ob wir schon welche, ob wir überhaupt noch welche haben. Die meisten haben wir wahrscheinlich schon verbraucht. Wir nehmen auf jeden Fall die radioaktive Exposition, weil sie uns in dieser Situation am meisten bringt und hilft. Und hat das jetzt nicht... Hat jetzt doch die andere Karte genommen? Möglicherweise hat er das jetzt nicht angenommen. Das ist schlecht. Jetzt haben wir doch die. Na gut, muss ich damit auskommen. Wir haben das Klingenschild. Das ist jetzt auch ein Riesenproblem, ne? Das hätte ich nicht ausspielen dürfen. Das heißt, der nimmt jetzt jedes Mal einen Schaden. Okay, aber das ist nichts, was seine Stärke aktiviert. Nur wenn wir ihn direkt angreifen, dann ist das ein Problem. Das heißt, wir können die andere Klingenkarte auch ausspielen. Da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht dran gedacht. Aber gut, dass wir es ausprobiert haben, weil offensichtlich macht es ja keine Probleme. Das kann man ja offensichtlich machen. Ich spiele jetzt zuerst diese Karte aus, dann das Klingenschild. Und das heißt, wir können das Klingenschild dann nochmal verwenden. Schnitt wird uns nichts kosten, außer dass der dann wieder doppelt so viel Schaden macht. Der macht dann 3x2. Ich mache ein bisschen zu schnell, also wir müssen uns da ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir greifen den jetzt mal an mit Schnitt. Und dann greifen wir ihn einfach nochmal an und dann macht er genau 8 Schaden. Und das ist eigentlich sogar eine richtig gute Strategie. Dann machen wir das so. Greifen wir jetzt einfach nochmal ganz schlicht an. So. Jetzt macht er 4x2. Ich mache nichts mehr. Und wir parieren den. Perfekt. Dann hält der jetzt nämlich erstmal die Klappe und wir können eine Runde machen, was wir wollen. Das ist super gut. Den können wir nehmen. Dann nehmen wir natürlich wieder Schaden. Taktische Anweisung. Eine Karte behalten. Das ist natürlich ziemlich gut. Wow, die nehmen wir auf jeden Fall. Oh, das ist ja total gut. Wähle und behalte eine Karte. Radioaktiver Schuss können wir nicht nehmen. Da kriegt er wieder Stärke dazu. Aber jetzt können wir eigentlich alles machen. Jetzt können wir ihn angreifen, wie wir wollen. Und der kann sich nicht wehren. Gut. Das heißt, wir nehmen den radioaktiven Schuss. Und jetzt haben wir nur Defensivkarten, die ich überhaupt nicht brauche. Was soll das denn? Okay, das ist jetzt echt ein Problem. Wir haben echt Pech gerade. Den Tarnmodus bringt mir jetzt gerade nichts. Den brauchen wir nicht. Wir werden sowieso nicht angegriffen. Ich könnte die Überlast rausschmeißen. Dann nehmen wir 3 Schaden. Bekommen aber vielleicht eine Karte, die was bringt. Nachziehstapel. Da sind ganz viele Angriffskarten drin. Nur eine Verteidigungskarte. Das heißt, wir machen das jetzt mal. Okay, ich habe 3 Schaden genommen. Dafür dürfen wir jetzt 3 Schaden machen. Und dann haben wir die Verteidigungskarte. Also das war wirklich eine richtig schlechte Runde. Da hatte ich einfach extrem Pech. Da kann ich eigentlich gar nichts machen. Wir machen jetzt einfach weiter. Und schauen, wie es weitergeht. Okay. Jetzt haben wir schon wieder die Karte bekommen. Wir wollen die radioaktive Exposition. Die hätte ich gerne. Wähle eine Karte. Zum Ablegen? Ich will die nicht ablegen. Oh, das ist die Ablegenfähigkeit. Moment. Lesen. Lesen ist immer gut. Legen wir mal die Karte ab. Genau, die Exposition ist ja genau das, was wir brauchen. Ich bin mir nicht sicher, welche Fähigkeit das jetzt überhaupt ist mit dem Karte ablegen. Ja, genau, das ist diese hier. Wähle und ersetze eine Karte aus deiner Hand zu Beginn des Zuges. Gut. Das war schlecht. Da habe ich auch schlecht gespielt. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Es gibt einfach so viel, worauf man hier achten darf. Angriff machen wir nicht. Verbrauchskarte haben wir nicht. Atomtechnologie dürfen wir auch nicht machen, weil er dann wieder mehr Schaden macht. Ich habe auch kein Schild. Das ist gerade schlecht. Wir nehmen jetzt das Immunitätsmodul. Die Karten kommen gerade richtig, richtig schlecht raus aus irgendeinem Grund. So, das heißt, wir nehmen dann 2 Schaden. Oder, boah, das ist nur Immunität gegen Debuffs. Okay.
Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch Schild aufbauen. Und die Immunität würde uns den Debuff nehmen. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Gut, ich mache jetzt aber nichts mehr. Der nächste Gegenstand, den ich verwende, die kann ich ja trotzdem rausschmeißen. Das gilt, glaube ich, über mehrere Runden. Go. Oh, das tut weh. Gut. Wir dürfen eine Karte ablegen. Wir wollen, ich denke, eine Verteidigungskarte ablegen, ehrlich gesagt. Oder eine Angriffskarte, die wir natürlich auch meistens nicht brauchen. In bestimmten Fällen schon. Also das ist immer das Problem. Wir legen jetzt mal so eine Angriffskarte ab. Also das ist wirklich ein sehr komplexer Boss für unser Setup. Der schränkt uns in den Angriffskarten ein, schränkt uns auch in der Verteidigung ein, parallel. Das ist schon echt fies. Wir hauen dem wieder Radioaktivität drauf. Der macht 2x2 Schaden. Jetzt könnte ich wieder die Rüstungsverstärkung nehmen und den ein paar Mal hauen, ne? Theoretisch. Machen wir das doch einfach. Rüstungsverstärkung. Dann hauen wir den jetzt einmal per Schnitt. Und einmal per Atomtechnologie. Und dann sollte eigentlich alles nach Plan laufen. Schauen wir mal. Zug beenden. Jawohl. Den haben wir pariert. Der hat jetzt erstmal Sendepause. Wir legen wieder eine Karte ab. Diesmal legen wir mal... Was legen wir denn ab? Schutzweste. Die ist natürlich total nett. Die will ich nicht ablegen. Eine Karte wählen und behalten. Wenn wir die ablegen, bekommen wir die, glaube ich, gar nicht mehr. Die wäre nett, wenn wir die zum richtigen Zeitpunkt bekommen würden. Ich lege mal die Verteidigungskarte ab. Ich glaube, irgendeine müssen wir ablegen. Eieiei. Die spielen wir jetzt einfach direkt mal aus. Der kann ja nichts machen. Wir könnten den jetzt wieder angreifen, weil er ja nichts machen kann. Ich kann sie nicht wehren. Genau das machen wir jetzt auch. Das bringt mir jetzt gerade nichts, weil das würde ich verwenden für die Radioaktivitätskarte. Die haben wir aktuell aber nicht. Das heißt, wir machen das jetzt mal so, dass wir die raushauen. Oder den radioaktiven Schuss, ne? Das ist fast besser. Das macht 6 Schaden, das macht auch 6 Schaden, ne? Kostet aber nur einen Punkt. Bam. Radioaktive Exposition, das heißt, wir nehmen die taktische Anweisung. Und das jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Durften wir die nicht auswählen? Dann habe ich mich verlesen. Also ich kenne doch nicht alle Karten. Oh, das war jetzt aber echt verwirrend. Ich dachte, ich dürfte das jetzt wählen. Na gut, dann machen wir das halt so. Wir haben noch den Schnitt. Und mehr können wir nicht machen. Oh, wir hätten die behalten müssen. Wir hätten die nicht verwenden dürfen. Das war ja jetzt fies. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann, was wollen wir denn dann behalten? Die nächste Runde. Wir brauchen keine Karte davon, eigentlich. Nehmen wir eine Verteidigungskarte, die brauchen wir am ehesten. Okay, also jetzt habe ich es leider versemmelt, weil ich nicht wusste, wie die Karte genau funktioniert. Es ist halt so, dass man da viele Sachen erstmal ausprobieren muss. Die Beschreibungen sind halt relativ kurz. Radioaktives Areal. Nee. Die können wir eigentlich ablegen, weil die brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eher was so gegen mehrere Gegner, ne? Obwohl das theoretisch nicht komplett verkehrt gewesen wäre. Der ist jetzt sowieso fertig. Also wir können jetzt eigentlich machen, was wir wollen. Wir können noch einen Angriff draufhauen und machen... Ja, wir machen jetzt einfach gar nichts mehr. Wir beenden jetzt die Runde und der wird dann eingehen. So der Plan. Wir dürfen schon wieder eine Karte behalten. Jede Runde dürfen wir neu wählen. Das ist gut. Dann behalten wir den Tarnmodus. Okay. Gut, dann weiß ich jetzt, wie die Karte funktioniert. Also das ist ein dauerhafter Buff. Der funktioniert für jede Runde. Wir haben jetzt hier so eine Boss-Trophäe bekommen. Super gut. Also das war dann schon ein Bossfight, der echt nicht ohne war. Außerdem Gold, Fertigkeitsbonus, neues Verstärkungskit. Wir haben ja gar nichts aufgebraucht, ne? Also dieses Immunitätsmodul haben wir aus irgendeinem Grund nicht aufgebraucht. Möglicherweise kann man das mehrfach verwenden. Die meisten Sachen kann man nur einfach verwenden. Das heißt, wir haben jetzt keinen Platz mehr für... dieses Verstärkungskit. Induziere Verletzlichkeit. Das ist ganz nett. Das heißt, der Gegner nimmt doppelt so viel Schaden. Können wir jetzt leider nicht nehmen, weil wir keinen Platz dafür haben. Mission Impossible. Füge allen Gegnern, die sich im Kampf befinden, 15 Schaden zu.
Das sind aber nicht nur die Gegner, sondern auch sich selbst wahrscheinlich, ne? Allen, die sich im Kampf befinden. Ich denke, das nehmen wir nicht. Das rechnet sich normalerweise nicht. Es sei denn, man kämpft jetzt gegen drei Gegner gleichzeitig, dann vielleicht so langsam. Ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist. Die Gegner haben deutlich mehr Hitpoints als ich, normalerweise. Je schwerer die werden, desto mehr. Erhöhe die Rüstung um 4. Entferne Überhitzung. Das ist eine ganz gute Karte. Die könnte man theoretisch mal nehmen. Überhitzung ist immer so ein Problem. Ab durchs Portal. Jawohl. Damit sind wir jetzt in der letzten... Wie sagt man hier? Im letzten Kapitel. Da müssen wir jetzt dann 5 Etappen überstehen. Und die 5. ist dann wieder ein Bossfight. Und der wird so kompliziert sein, dass der wirklich richtig lange dauern wird. Und ja, ziemlich spannend sein wird. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt bis zum Bosskampf komme. Das ist das Nächste. Auch die Elitekämpfe zum Beispiel sind jetzt dann schon so schwer, dass man nie so recht weiß, was passiert. Also der Boss hat mich jetzt schon ziemlich gefordert mit der mit der Schildeinschränkung und mit der Einschränkung der Angriffe. Das sind so zwei Sachen, die sehr gut zusammengespielt haben. Also der hat ein echt gutes Setup. Und so weiß man nie, was kommt. Also es ist jedes Mal eine Riesenüberraschung. Es gibt so viele Fähigkeiten auch. Und wie sie sich miteinander kombinieren lassen, das ist unglaublich, wie spannend das dann eigentlich immer wird. Wir können jetzt noch das Schild erhöhen. Genau, das ist ja genau das, was wir wollten. Wir haben also die Belohnung bekommen. Wir haben das erfüllt und haben jetzt diesen zusätzlichen Bonus für die nächsten Kämpfe. Außerdem kaufen können wir ja nichts, weil wir immer noch keinen Platz haben. Hier im Shop kauft man sich normalerweise immer schön Items nach, die man dann in Fight verwendet. Habe ich jetzt noch kaum gemacht, weil wir auch so einigermaßen durchgekommen sind. Aber es war schon knapp beim letzten Boss. Also da hätte ich zum Beispiel noch den Verbandskasten nutzen können und so weiter. Wäre nicht verkehrt gewesen. Aber wir sind auch so ganz gut durchgekommen. Wir können auch die Waren erneuern. Beim ersten Mal kostet es nichts. Danach kostet es dann immer mehr. Da könnt ihr dann sämtliche Karten und sämtliche Items erneuern hier drin. Und ja, dann mit eben vielleicht bessere Karten kaufen, wenn ihr Glück habt. Oder neue Items, wenn ihr schon alle aufgebraucht habt. Wir könnten hier auch Fähigkeitspunkte kaufen für 150 Coins. Wir können es auch einmal machen. Das ist nicht komplett verkehrt, dass wir hier wieder neue Fähigkeiten freischalten können. Und genau, hier ist der Fähigkeiten-Tab. Nochmal gucken, was es da so gibt. Diese epischen Technologien hier mit 3 Sternen, die kann man nur freischalten, wenn man hier eine komplette Reihe hat. Oder ich glaube auch so eine diagonale Reihe geht. Dann kann man die freischalten. Das heißt, wir können jetzt Schmuggeln freischalten und Tagmaster. Regeneriere einen Hitpoint, wenn Battletag aktiviert ist. Also jedes Mal, wenn ich so eine Combo freischalte, dann kriege ich einen Hitpoint dazu. Das ist jetzt nicht so killer bei unserem Setup. Wir nutzen das zu selten. Erhalte beim ersten Zug des Kampfes Tarnung. Das ist natürlich cool. Dafür bräuchten wir noch den robusten Schildanzug. Ein Schild immer, wenn 4 Verteidigungskarten gespielt werden. Das können wir ja mal machen. Jetzt bräuchten wir noch einen solchen Fähigkeitspunkt. Den können wir uns ja kaufen. Gehen wir zurück in den Shop, kaufen uns den für 80. Gehen dann wieder hier rein und kaufen uns diese legendäre Fähigkeit. Genau. Auf geht's. Ich glaube, das ist tatsächlich die erste legendäre Fähigkeit, die ich freischalte. Also ganz nice to have. Sind halt alles so kleinere Dinge eigentlich, die jetzt für unser Setup nicht so super wichtig sind. Erhöhe die Rüstung um 1, wann immer eine Karte gespielt wird. Also das wäre auf jeden Fall interessant. Das werde ich als nächstes freischalten dann. Kühlmittel, 5 Rüstung, wenn man einen Gegner mit Verseuchung besiegt. Also das bringt auch nicht viel, nur wenn man sehr viele Gegner hat. Okay, wir haben einen Kauf abgeschlossen, das war ein Missionsziel. Das heißt, wir dürfen jetzt eine von 3 entwickelten Angriffskarten auswählen. Da bekommen wir einmal den Spaltungsschlag, 5 Schaden plus die doppelte Menge der Radioaktivität. Das ist richtig gut für uns. Wenn der Gegner dann 10 Radioaktivität hat, dann macht es hier 25, denke ich, ne? Wow, die ist gut, die ist richtig gut. Außerdem Feuerkraft, 5 Schaden. Und wir können die Karte kopieren. Okay. Auch ganz nett. Das sind alles richtig gute Karten. Mana stehlen. Die ist auch total gut. Die hatte ich schon mal. Die ist allerdings auch relativ teuer. Aber man stiehlt halt dem Gegner einfach mal so 3 Mana. Das heißt, man kann eigentlich nochmal
den Zug von vorne spielen fast. Das ist schon richtig gut. Jetzt will ich aber überlegen, welchen nehmen wir dann überhaupt? Das ist richtig gut. Ich denke, wir nehmen den Spaltungsschlag und Mana Stehlen kriegen wir vielleicht irgendwie später doch noch dazu. Das ist nämlich auch eine total gute Karte. Also wir haben jetzt schon ein ganz nettes Deck. Wir haben auch schon ganz nette Fähigkeiten. Ich werde jetzt weiterspielen und hoffentlich zum nächsten Boss kommen. Und wenn euch das Video gefällt, dann mache ich vielleicht noch ein Video zu dem nächsten Bossfight. Das ist dann der letzte Bossfight. Wenn wir den schaffen, dann haben wir praktisch die Reise hier der Dame geschafft. Und also mit dem Charakter einmal komplett geschafft. Und dann können wir das Deck speichern und den schwierigeren Modus angehen. So funktioniert das Ganze. Wenn ich hier jetzt rausgehe, also wir können jetzt auch unterbrechen jederzeit. Der wird gespeichert, der Spielverlauf. Aber ich kann jetzt eben keinen anderen Charakter anfangen. Dann kann ich hier im Archiv zum Beispiel gucken, was ich schon gemacht habe. Mit der Helene habe ich schon gespielt. Mit der Clara habe ich mal kurz reingeguckt. Mit der Helene habe ich tatsächlich durchgespielt. Also da habe ich den Sieg hier verzeichnet, den Endboss besiegt. Mit der Maya beim ersten Versuch habe ich es nicht geschafft. Mit der Helene war es super einfach. Also die ist echt ziemlich stark. Aber ich denke auch mit der Maya kriegen wir das ganz gut hin. Ja, das war also der erste Blick in Neoverse. Wenn es euch interessiert, gibt es das so ziemlich auf jeder Plattform demnächst. Die PlayStation wird dann die letzte sein im Februar. Mal gucken, wann genau. Einen genauen Release-Termin habe ich da jetzt noch nicht. Aber die guten Steam-Reviews, die kommen nicht von irgendwoher. Das Spiel ist wirklich richtig cool, hat mich total gefesselt. Also nicht von der Optik täuschen lassen, sondern unbedingt mal reinschauen, wenn euch solche Card-Games gefallen. Ja, die Profis unter euch haben sich jetzt wahrscheinlich ein paar Mal an die Stirn gefasst und sich gefragt, was der Typ da eigentlich treibt. Aber ich bin noch Anfänger, also habt so ein bisschen Geduld mit mir. Ich habe trotzdem riesen Spaß und dauert halt einfach ein bisschen, bis man irgendwann die ganzen Fähigkeiten verstanden hat und alle mal getestet hat. Wie gesagt, die Beschreibungen sind noch relativ kurz, also man weiß vom ersten Mal dann manchmal nicht ganz genau, was so eine Fähigkeit eigentlich bewirkt. Aber das macht das Spiel eigentlich nur noch interessanter. Man möchte natürlich irgendwann mal alles ausprobieren. So viel erstmal zu dieser Folge von Neoverse. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann!